der bekannte oder hoffentlich jetzt für Sie dann bekannt werdende General Management Navigator von Müller-Stevens und Lechner. Es gibt hier ein Buch von den beiden, eigentlich so ein Buch, was im strategischen Management auch, also würde ich da in die Literaturliste mit aufnehmen. Vielleicht kennen Sie das, haben Sie auch damit gearbeitet, es kommt immer darauf an, wie da so die Philosophie ist des Lehrenden in dieser Hinsicht. Letztendlich geht es hier um ein Managementkonzept für eine strategische oder für eine wertorientierte, so rumgesprochen, für eine wertorientierte strategische Führung. Also was die entwickeln, ist ein Managementkonzept, ein Bezugsrahmen so gesehen für eine wertorientierte strategische Führung. Und die legen sehr viel Wert, das ist auch im Untertitel des Buches, kommt das zum Ausdruck, wie strategische Initiativen zum Wandel führen. Also nicht nur Willensbildung, sondern eben auch Willensdurchsetzung. Letztendlich sollen Strategien entwickelt werden, die eine hohe Aussicht haben, auch letztendlich erfolgreich umgesetzt zu werden. Nicht alle können erfolgreich umgesetzt werden, da muss man aber auch rechtzeitig Anpassung vornehmen, lernen und so weiter. Das ist dann natürlich die Herausforderung der strategischen Führung. So, erstmal so ganz allgemein. Das ist das, was da in diesem General Management Navigator erreicht werden soll. Ja? Können Sie das gerade mal wiederholen, was Sie sagen, es sollen Strategien entwickelt werden? Ja, also die Frage, was jetzt hier, also die Unterfrage, die hier gestellt wird im Prinzip, ist, wie strategische Initiativen zum Wandeln im Unternehmen führen letztendlich. Also nicht nur irgendwelche Strategien zu planen, da in der Form eine Willensbildung zu realisieren, sondern es geht eben um die Willensdurchsetzung auch, um die Realisation dieser Strategien. Und da legen die halt großen Wert darauf, dass durch einen strategischen Prozess, durch ein Modell, eben durch den GMN sicherzustellen. Das ist das Angebot. Das ist das Angebot von Müller-Stevens an Sie, an die Praxis letztendlich. Nehmt unser Modell und ihr habt die größten Chancen, dass ihr eure Strategien umsetzt, wenn ihr danach handelt. Das ist die Überzeugung der Herren. Wir haben auch viele Praxisprojekte natürlich. Also es ist nicht so, dass es irgendwo theoretisch irgendwo auch wieder so vom Himmel runtergefallen ist, sondern es ist natürlich auch in Zusammenarbeit mit der Praxis entstanden, so wie das eigentlich auch erfolgen sollte. Anwendungsbezogen. Ja, dann gucken wir uns jetzt mal hier das Modell an. Wie Sie sehen, gibt es hier vier Arbeitsfelder, sage ich mal. Das ist wieder so in so einer Matrixform, wenn Sie wollen, dargestellt auch. Initiierung, Positionierung, Veränderung und Wertschöpfung. Und in der Mitte steht die Performance-Messung. Also wichtig ist, in allen Arbeitsfeldern eine vernünftige Performance-Messung zu haben. Und Performance-Messung, die sprechen ja bewusst jetzt hier von Performance-Messung, ist eben natürlich auch, und so muss es natürlich auch sein, im Bereich der strategischen Führung, instrumentell oder kennzahlenbezogen mehrdimensional ausgerichtet. Das heißt, es geht hier natürlich nicht nur um Kosten, ja, Kosten senken, kostet es, was es wolle, sondern es geht eben darum, das wäre völlig falsch natürlich, sondern es geht hier immer um den Dreiklang eben Kosten, Qualität und Zeit. Und es geht letztlich dann natürlich auch um quasi auf einer Metaebene um die Performance-Messung auch der strategischen Tools, die man einsetzt zur Strategiefindung. Also Metaebene sollte man auch in der Form ein System-Audit, wenn Sie so führen, also wenn man von Audit spricht, dann heißt das immer eine Metakontrolle, dass man die Instrumente und Methoden selbst nochmal kontrolliert, also das strategische Kontrollsystem, das Sie einsetzen, selbst nochmal kontrolliert, ob das in dem Sinne überhaupt noch passt. Das haben Sie vielleicht, oder kommt noch im organisatorischen
in der Organisationsentwicklung, da gibt es ja so diese verschiedenen Lernkonzepte, dass man da eben auch die Systeme selbst auch nochmal hinterfragt. Und dann gibt es noch auf der dritten Stufe, wie Sie wissen, das sogenannte Deutero-Learning, dass man das Lernen lernt. Nicht? Also wie kann es eigentlich sein, dass wir ein Kontrollsystem, ein strategisches Kontrollsystem, ewig lange hier eingesetzt haben und das nie verändert haben? Das nennt man Lernen des Lernens. Und wenn man dann erkennt, ja, das hat daran gelegen, weil wir psychologisch einfach gesagt haben, es ist einfacher, mit den alten Modellen zum Beispiel zu arbeiten, dann lernt man das Lernen. Verstehen Sie? Das ist die dritte Lernebene, die man natürlich auch zur Kontrolle von der Lernung. Naja, wie auch immer, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht abdrifte, thematisch. Also das sind die vier Arbeitsfelder und da eben begleiten die Performance-Messung in Bezug auf die Arbeitsfelder und dann aber auch auf einer Metaebene. Und dann sehen Sie hier zwei Achsen, Prozess, Inhalt, Genese und Wirksamkeit, also eine horizontale Achse und eine vertikale Achse. Und das sind im Prinzip Spannungsbögen, die hier auch dargestellt werden. Und natürlich ist die strategische Führung eine Herausforderung, ist keine leichte Sache. Und diese Spannungsbögen werden durch diese Achsen im Prinzip aufgezeigt. Und vielleicht fangen wir jetzt auch erstmal mit diesen Achsen an, denn letztendlich, Sie kennen ja, Sie haben ja strategisches Management, haben Sie einen Bachelor und Sie haben auch hier eine Veranstaltung gehört, also da sind Sie relativ fit, sodass ich da auf einem gewissen Level auch, ein gewisses Level auch voraussetzen kann und direkt hier auf einer systembezogenen Ebene hier die Problematik darstellen kann. Also nehmen wir mal diese erste Achse, das ist das Spannungsfeld, die Herausforderung, die wir haben im Rahmen der strategischen Führung. Was hier deutlich wird, ist eben das Thema Prozess und Inhalt. Man muss immer beachten, wenn man eine bestimmte Strategie plant, entwickelt, also den Content sich überlegt, ja, wo positionieren, nicht positionieren, welches Produkt bringen wir auf den Markt, welche Produkte, in welchen Geschäftsbereichen sind wir tätig oder wollen wir tätig werden, natürlich auf der Grundlage der Stärken, Schwächen und so weiter, haben wir ja gesagt, in welchen Geschäftsbereichen wollen wir eigentlich tätig werden, also Content bezogen, so sagen die jetzt hier, Müller-Stevens, Lechner, ja, das ist das eine, aber bitte, liebe strategische Führung, ihr müsst darauf achten, wie ihr das Ganze umsetzt, also prozessorientiert. Wie könnt ihr sicherstellen, dass letztendlich diese Positionierung zu einer nachhaltigen Wertschöpfung und zu einer wirklichen Veränderung führt im Unternehmen? Damit wir unser differenziertes Produkt XY, das so toll ist, ja auch im Vergleich zum Wettbewerb, mit besonders tollen Service-Eigenschaften und so weiter oder Service und Beratung und so weiter, dann ist es eben auch notwendig, dass im Unternehmen die Prozesse und auch das Denken der Menschen verändert wird. Ja, und darauf müssen wir achten, und zwar von vornherein. Und diese Frage müssen wir uns auch von vornherein überlegen und hier ein Projekt im Prinzip initiieren, womit dann letztendlich sichergestellt wird, dass am Ende wirklich diese Veränderung realisiert wird. Also nicht nur nach dem Was fragen, nach dem Content fragen, sondern auch von vornherein die Frage stellen, wie man das umsetzt. Und dazu bedarf es wieder der Instrumente und Methoden. Letztendlich ist das eben auch das Programm dieses Buches und jedes einzelne Arbeitsfeld wird dort abgearbeitet und da werden Instrumente und Methoden Ihnen geboten, wie man das macht. Also ich empfehle Ihnen das Buch auch hier natürlich auch nochmal vielleicht sich anzuschauen. Da finden Sie en Detail dann die Instrumente und Methoden, die letztendlich dann notwendig sind für eine erfolgreiche strategische Führung. An der Stelle hat, um dieses Spannungsverhältnis nochmal hier kurz darzustellen, Peter Drucker hier sehr pointiert das vorgetragen, die Problematik. Ich zitiere hier mal ausnahmsweise in Englisch das Ganze. It is no trick to formulate a strategy, the problem is to make it work. Und da bringen Sie es pointiert zum Ausdruck. Diese Problematik, diese Achse, dieser Spannungsbogen,
der quasi der Auslöser, diese beiden Spannungspunkte sind der Auslöser, der Kern so gesehen dieses Buches von Müller-Stevens. Darauf basiert alles, wenn Sie so wollen. Das ist die Herausforderung. Auf der Grundlage wollen die Ihnen ein Angebot geben oder dem Unternehmen ein Angebot geben, womit Sie eine ordentliche, gute Geschäftsführung machen können. Also das ist dieser erste Spannungsbogen. So. Dann haben wir hier nicht Genese und Wirksamkeit. Genese heißt also nicht klar, wie entwickeln sich eigentlich die Strategien. Und da gibt es ja auch so Positionen bzw. klassische Positionen, die sagen, naja, Strategien, die können wirklich genau geplant werden. Das ist beispielsweise Chandler, den haben wir, glaube ich, heute auch schon mal zitiert, ne? Der sagt also, man kann Strategien nicht bewusst planen und dann können diese Strategien mit dieser bewussten Planung auch quasi friktionslos umgesetzt werden und am Ende haben wir dann den Erfolg. So. Und Sie sehen jetzt hier, wir hatten das ja auch schon erwähnt, es ist wichtig halt, wenn man sich hier wie beobachten und beurteilen Unternehmen ihre strategischen Initiativen, dass man bei einer turbulenten Umfeldbedingungen, zunehmender Unsicherheit, zunehmender Komplexität natürlich vorsichtig sein sollte, was die strategische Planung, langfristige Planung betrifft und das quasi dann für die nächsten 5 Jahre auch wirklich so gilt, da sollte man eben vorsichtig sein, sondern eben hier ständig schauen, ändert sich was in Bezug auf die Prämissen, müssen wir nicht unsere Strategie, also das Lernen halt wieder, müssen wir nicht unsere Strategien anpassen, wir müssen ständig die Wirksamkeit im Verlauf oder im Rahmen schon der Umsetzung oder sogar im Vorfeld überprüfen, ob das alles noch so gilt. Also die Wirksamkeit, das ist ein Spannungsbogen. Also man kann heutzutage nicht mehr für die nächsten 5 Jahre das komplett durchplanen. Das wird dann alles so ganz locker umgesetzt, genau nach Plan, quasi technisch. Das funktioniert heute nicht mehr. Im Gegenteil, der größte Antipode jetzt hier von Chandler ist ja beispielsweise Mintzberg, den Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Und Mintzberg, der sagt ja nicht, es gibt ja auch sogenannte in Anführungsstrichen unbewusste Strategien, er spricht von emergenten Strategien, die plötzlich quasi aus dem tagtäglichen Geschäft, ohne dass man sie bewusst geplant haben, plötzlich so auftauchen. Aber nur dann auftauchen, wenn man open-minded durch die Welt geht, durch den Markt geht, durch das Unternehmen geht, die Stärken erkennt und so weiter. Nur dann kommt das, ja. Und quasi bildet ja dann auch eine Analogien zu künstlerischem Schaffen, also sehr, sehr interessant, also wenn Sie mal Mintzberg lesen, da ja, sehr interessanter Ansatz, der auch hier so gesehen kennzeichnend für die Bedeutung eben ist, dass man nicht nur was da fest planen kann, starre mit einem starren Gefüge, sondern dass man immer nach links und rechts schauen sollte, beobachten sollte, ob sich was verändert, dann auch entsprechend das adaptiert. Das haben wir hier ja auch schon gesehen. Mit der Erneuerung auch in dem Sinne und Optimierung, das ist eine ständige, permanente, continuous improvement Adaption an veränderte Verhältnisse. Das ist eine Herausforderung für die strategische Führung, die beiden zentralen Herausforderungen, die eben durch dieses Konzept im Prinzip dann auch letztendlich besser im Unternehmen dann umgesetzt werden kann. Das ist die Überzeugung. Und auch meine Überzeugung, denn sonst würde ich es Ihnen ja nicht vortragen. Initiierung nochmal kurz zu den einzelnen Arbeitsfeldern, dass Sie da so zumindest eine gewisse Zuordnung bekommen. Dann machen wir auch gleich Pause, dass wir die Seite noch abschließen. Also initiieren heißt im Prinzip, wie kann man den strategischen Planungsprozess in Schwung bringen, in Gang setzen. Dazu ist es wichtig zu überlegen, wer sollte da beteiligt werden. Ist das nur das Top-Management oder sollte man auch bottom-up, sollte man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit berücksichtigen? Wen sollte man berücksichtigen? Wann sollte man das machen? Womit, mit welchen Instrumenten und wie ist das Vorgehen? Wie geht man da vor? Macht man einen Workshop irgendwo, was weiß ich wo, oder hier in der Firma? Wie macht man das eigentlich? Wie ist das Vorgehen an der Stelle? Das ist so die Initiierung.
Positionierung ist klar, da geht es um die Geschäftsfelder, die Geschäftsbereiche, in welchen Geschäftsbereichen sollten wir tätig sein. Da geht es natürlich um die Marktattraktivität, da geht es um die Ressourcenstärke, die letztendlich hier maßgebend sind im Hintergrund. Und die Instrumente, die werden dann natürlich auch in diesem Abschnitt vorgestellt. Was sonst? Ja. Also Positionierung, was wir auch vorhin gesagt haben mit 5-Kräfte-Modell, brauche ich jetzt nicht zu wiederholen. Das ist alles von der Strukturierung halt auch hier. Ganz stark, und das ist eben der Vorteil auch dieses Ansatzes, ist einfach dieser starke Bezug auf die Instrumente und Methoden, weil eben dieses Wie so eine große Rolle hier spielt und dass eben das auch entsprechend beantwortet wird. Genauso auch die Wertschöpfung. Bei der Wertschöpfung, das ist das nächste große Arbeitsfeld, da geht es eben um das Innenverhältnis, hier geht es um das Außenverhältnis, hier sind nochmal so Fragen gestellt gegenüber ihren Anspruchsgruppen, Außenverhältnis. Im Übrigen, Sie sehen, hier sind die Anspruchsgruppen genannt. Und das wird hier auch ganzheitlich eben betrachtet. Also nicht nur jetzt in Bezug Positionierung, in Bezug auf mit dem und dem Produkt für die und die Kunden, sondern ganzheitlich und das auch mit Blick schon auf die Wertschöpfung. Wir brauchen ja auch hier gute Lieferanten, damit wir uns letztendlich gut positionieren können. Ja? Und insofern müssen wir da auch ein gutes Verhältnis haben zu unseren Lieferanten. Ja, das muss auch vielleicht integriert werden im Sinne von Supply Chain und so weiter. Also Anspruchsgruppen insgesamt sind hier genannt. Auch die Mitarbeiter spielen da natürlich eine Rolle in Bezug auf die Positionierung letztendlich, die dann auch hier in den späteren bei der Veränderung, nämlich das Denken der Menschen zu verändern, dann auch eine große Rolle später auch noch spielt. Ja, im Innenverhältnis, also schwerpunktmäßig, geht es dann natürlich um die, sage ich mal, um die Wertschöpfungskette. Das ist eigentlich so das Instrument schlechthin oder der Bezugsrahmen für die Wertschöpfung. Der Name sagt es ja schon, Wertschöpfungskette. Wichtig hierbei ist natürlich der prozessorientierte Ansatz, auch wieder ganzheitlich prozessorientiert. Es gibt, brauche ich nicht weiter zu erklären, unterstützende primäre Wertschöpfungskette. Und hier ist halt die Frage, zum Beispiel, wo sollen wir unsere Rohstoffe einkaufen? Wo sollen wir unsere Materialien einkaufen? Woher kriegen wir qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das ist alles Wert für die Wertschöpfung bestimmend. Oder wo produzieren wir eigentlich? Produzieren wir überhaupt? Es geht um die Disintermediation auch der Wertschöpfungskette. Sollten wir nicht zum Beispiel wie Adidas, die machen nur noch Produktdesign, Entwicklung und Marketing, haben überhaupt keine, also gut, überhaupt keine Produktion mehr. Was sollen wir eigentlich machen? Ja? Auslagerung, Disintermediation. Das sind die Fragen, die hier adressiert werden in Bezug auf die Wertschöpfung. Also wie organisieren Unternehmen ihre Wertschöpfung im Innenverhältnis? Und Sie sehen, dieses Programm, dieser Prozess, das ist ja ein Prozess, der mit Performance-Measurement-Tools entsprechend unterstützt werden muss. Die Methodik muss erstmal klar sein. Die Methodik wird im Ganzen jetzt hier in den groben Zügen klar schon. Und das muss dann auch mit vielen Instrumenten und Methoden systematisch unterstützt werden. Sonst regnen diese strategischen Wolken, die da irgendwann am Anfang da überlegt werden, niemals ab. Das ist der Punkt. Das ist die Botschaft. Und dann eben auch noch die Veränderung. Man muss darauf achten, es geht um organisatorische Veränderungen, die nicht so leicht sind, Organisationsentwicklung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen überzeugt sein von den neuen Produkten, von den neuen Verfahren, die notwendig sind, damit man eben nachhaltig wieder diesen Erfolg realisiert.